Okay, heute möchte ich mit euch über eine Veränderung in meinem Leben, aber auch eine Veränderung hier in YouTube sprechen. Denn wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, ist das Intro ein anderes, denn ich habe meinen Kanalnamen jetzt umgeändert, denn Electronic Life hat mich lange begleitet, aber persönlich, ja, muss ich sagen, war der Name nie hundertprozentig das, was ich eigentlich aussagen wollte mit dem, was ich hier auf YouTube gemacht habe. Außerdem habe ich einfach gemerkt, dass meine Präferenzen mittlerweile ein bisschen anders sind und ich einfach meinen Fokus auch ein wenig anders legen möchte, denn ich habe einfach Bock, mehr Videografie, aber auch Fotografie in meinem Leben im Allgemeinen zu machen. Ich meine, ja, ich mache ja aktuell für YouTube schon echt viele Geschichten und nebenbei gehe ich auch echt gerne fotografieren, aber man muss natürlich auch dazu sagen, von irgendwas möchte man oder auch muss man natürlich leben, und ich habe mich einfach dazu entschieden, dass ich jetzt mehr in die Richtung Videografie gehen möchte, und dazu habe ich jetzt auch eine Website mir neben YouTube quasi noch erstellt, einfach weil ich jetzt ja den Fokus so ein bisschen auf eine zweigleisige Geschichte legen möchte. Einfach, YouTube ist cool und macht Spaß, aber ich habe einfach auch gemerkt in den letzten 2 Jahren, dass es wirklich schwierig ist, auf YouTube so das zu bekommen, was man sich eigentlich vorstellt. Ich persönlich muss auch zugeben, hatte gedacht, dass es vielleicht ein wenig leichter ist, erfolgreich zu werden. Bin aber jetzt auch überhaupt nicht traurig, dass ich noch nicht so erfolgreich bin. Ich meine, ich bin sehr zufrieden, was ich auf YouTube erreicht habe. Aber ich möchte einfach, ja, dass der Content, den ich mache, im Endeffekt dann auch gesehen wird. Daher jetzt zum Beispiel auch die Website und daher auch jetzt der neue Name, der hier auch für YouTube gilt. Ich habe einfach vor, in Zukunft mehr in die Richtung Image, Film, Videoproduktion für Werbeagenturen und sowas in die Richtung zu gehen. Natürlich auch den Fokus mehr auf Carporns zu legen, einfach weil ich gemerkt habe, dass ich da drin so richtig mein Potenzial ausschöpfen kann und einfach auch zeigen kann, was ich gerne zeigen würde, also was irgendwie möglich ist. Und das, muss ich sagen, ist einfach so die Richtung, die ich jetzt eingeschlagen habe. Natürlich wird hier jetzt mit dem neuen Namen 4K Factory sich auch auf YouTube nicht so viel ändern. Ich werde weiterhin Produktvideos machen über elektronische Produkte, einfach weil das auch meine Leidenschaft ist. Aber ich habe entschieden, ja, dass ich einfach gerne auch von der Videografie leben möchte. Und das ist einfach ja dann doch einfacher oder besser möglich über eine Website bzw. als freiberuflicher Video- und Fotograf. Das macht mir einfach einen Riesenspaß, und daher habe ich mich jetzt eben für diesen neuen Namen 4K Factory, aber eben auch für die Website entschieden, um einfach hier beide Bereiche abzudecken. Ja, wozu und warum habe ich mich für den Namen 4K Factory entschieden? Ja, einfach weil ich das Format hier 4K als ziemlich cool empfunden habe, irgendwie technisch ansprechend. Ich wollte einen Namen, der einfach das ausdrückt, was ich mache, und ich finde, das Format 4K ist auf jeden Fall schon mal aussagekräftig für viele Leute, okay, als Auflösung. Und als zweites diese Factory-Geschichte, ich muss einfach sagen, dass mir der Name gut gefällt. 4K Factory ist einfach so ein bisschen, ja, man kriegt hier hochwertigen Content, wenn man das möchte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal meine neue Website eben www.4kfactory.de abcheckt, mir gerne auch mal Feedback da lasst. Ich meine, eine eigene Website zu erstellen, die dann auch noch professionell wirkt, ist gar nicht so einfach, auch wenn es verschiedenste Tools gibt. Ich zum Beispiel habe jetzt mit Wix.com gearbeitet, ist auch preislich völlig okay, aber gebt mir auf jeden Fall gerne mal Feedback hier auch unter diesem Video zu der Website. Aber ich wollte euch einfach hier kurz mal mitteilen, wie jetzt eben meine Veränderung aussehen soll. Wie gesagt, ich werde hier weiterhin Videos über technische Produkte machen, auch viele Produktshots, aber ich möchte eben nebenbei noch diese Geschichte mit meiner Website laufen lassen, um einfach hier mir das Ganze zu finanzieren und um vielleicht auch andere neuere Projekte oder sagen wir es mal nicht auf Technik bezogene Projekte ausprobieren zu können. Ja, sagt mir auch gerne mal hier unter dem Video, was ihr von dem neuen Namen bzw. von dem neuen Logo haltet. Ich bin hier wirklich offen, falls ihr sagt, hey, lass den Scheiß, wechsel den Namen wieder. Können wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Aber ich denke, dass der Name und auch das Logo jetzt wirklich gut gewählt sind und das Ganze einfach ein guter Neuanfang sein wird.